Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ihr habt es euch gewünscht. Ich meine, ihr kennt mich ja mittlerweile und deswegen bekommt ihr es auch. Dafür jetzt schon mal, ja, gerne kann man schon einen Daumen nach oben da lassen. Ich heiße euch jetzt herzlich willkommen zum zweiten Part des Die besten T-Shirts für den Sommer-Video. Es ist heiß, wir brauchen T-Shirts und zwar noch mehr als vorher. Und genau deswegen habe ich mir heute für dieses Video, ich glaube, 10, 11, 12 verschiedene Brands rausgesucht, die sehr, sehr viele T-Shirts schon am Start haben oder, das ist sehr, sehr nice, in 1 bis 2 oder 3 Tagen mehrere Shirts droppen. Das heißt, ihr habt heute in diesem Video nicht diese Gefahr, dass irgendwie ihr das Video guckt und die Shirts schon ausverkauft sind oder so, weil viele schon zu schnell waren. Diesmal könnt ihr euch sehr, sehr gut darauf vorbereiten, denn viele Brands, die ich heute vorstelle, droppen ihre T-Shirts erst in 2 oder 3 Tagen. Das heißt, ihr habt jetzt den Reminder, könnt euch das merken und dann ganz in Ruhe die T-Shirts in 2 Tagen oder 3 Tagen kaufen. Außerdem habe ich einige von den T-Shirts, die noch gar nicht released sind, also noch nicht erhältlich sind, schon hier am Start, was ich persönlich sehr geil finde, weil ihr habt so schon früher einen besseren Einblick auf die T-Shirts, die dann erst in ein paar Tagen droppen, könnt ihr euch eine bessere Meinung bilden. Und was ich auch noch sagen muss, ganz, ganz wichtig, keine einzige Brand, die ich in diesem Video vorstelle, ist ein Placement, weil beim ersten Part haben viele in die Kommentare geschrieben, du machst irgendwie so viel Werbung, alles Werbung und so weiter. Ich stelle euch einfach Inspiration vor. T-Shirts, die ich feiere, stelle ich euch vor. Das ist der Sinn von die besten T-Shirts für den Sommer. Bevor wir aber mit dem allerersten Shirt beginnen, dachte ich mir noch, auf ganz spontan haue ich ein kleines Dankeschön-Giveaway raus und zwar für diesen unfassbar krassen Support, momentan bei den letzten Videos vor allem wieder. Ihr seid am Start, ihr kommentiert, ihr liked, ihr supportet einfach. Ich will euch versuchen, so viel wie möglich irgendwie zurückzugeben. Deswegen habe ich mir jetzt auf ganz spontan irgendwie gedacht, ich habe in diesem Video zweimal 50 Euro Amazon an 2 verschiedene Leute von euch raus. Die einzigen Sachen, die ihr dafür machen müsst, ist erstens diesem Kanal hier folgen. Ihr müsst mir auf YouTube folgen, weil das geht ja an meine Follower. Ihr müsst mir zweitens auf Instagram folgen, weil dort werde ich den Gewinner auch posten. Deswegen Instagram folgen, sehr, sehr wichtig, hier irgendwo eingeblendet. Und drittens einen einzigen, nur einen Kommentar unter diesem Video schreiben, irgendwas kommentieren. Jetzt auch genug gelabert. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit dem Video. Start mit dem allerersten T-Shirt. Lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, ihr findet coole Shirts. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen Inspo bieten. Und jetzt geht es wirklich los. Let's go mit dem allerersten Shirt. Wir starten ja immer relativ preiswert und steigern uns von T-Shirt zu T-Shirt zu T-Shirt. Ihr kennt das Ganze. Und deswegen kam, wenn es um preiswert geht, eigentlich nur ein T-Shirt für mich in Frage. Und zwar geht es um die Statement Basic T-Shirts. Die kosten 25 Euro. Und wer von euch sagt, ey, ich möchte einfach ein cleanes Basic Shirt, aber irgendwie ist mir Peso Ross und so zu teuer. Ich will einfach ein cleanes Shirt, wo ich auch mehrere von kaufen kann, ohne dass es irgendwie im Geldbeutel blutet. Und da sage ich euch, Statement, beste Anlaufstelle. Ihr bekommt hier für 25 Euro wirklich ein stabiles Shirt von der Quali. Ihr bekommt einen nice Fit und einfach ein gutes Gesamtpaket. Deswegen muss ich es kurz mit reinnehmen. 25 Euro von Statement. Alle Links in der Beschreibung, ihr kennt das Ganze, deswegen allererster Link, ne? Statement. Als zweites machen wir dann weiter mit einer Brand, die auch, würde ich mal sagen, irgendwo schon Stammgast in diesen Videos ist, aber neue Shirts rausgebracht hat. Und zwar nämlich einmal Moskets, ne? Mittlerweile kennen wir es, denke ich mal, alle. Und zwar nämlich einmal diese 4 hier. Ich sage euch ehrlich, die beiden in der Mitte fühle ich irgendwie nicht so krass. Dieses Logo erinnert mich irgendwie an so Logos von so Unisekten von amerikanischen Highschools, von diesen Filmen damals. Wisst ihr, was ich meine? Diese Sekten von irgendwelchen Unis. Die hatten immer so Logos und das erinnert mich irgendwie daran. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Auf jeden Fall die beiden in der Mitte, nicht so krass meins. Das ist eigentlich auch ganz cool, aber das hier, muss ich sagen, finde ich sehr, sehr fresh. Moskets Athletics steht vorne drauf, noch mit so einem Schriftzug darunter. Ich glaube, die Schrift hier vorne ist auch grün, auf beige, kommt auch ganz geil. Und was Fit und Quali betrifft, Moskets auch auf jeden Fall am Start. Habe ich auch schon mehrere T-Shirts von. Die kosten 50 Euro, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Die hier drunter, die sind schon was älter, die habe ich auch im letzten Video vorgestellt. Könnt ihr auch gerne abchecken, wenn ihr die noch nicht kennt. Aber es ging jetzt erstmal main um diese Shirts hier, beziehungsweise um das hier, 50 Euro, sehr, sehr fresh. Und wir machen weiter mit dem nächsten. Ich habe tatsächlich erst vor circa einer Woche ein Video zu der nächsten Brand hochgeladen, so ein Unboxing-Brandcheck-Video. Und jetzt droppen sie eine neue Kollektion. Und diese Kollektion beinhaltet T-Shirts. Und ich muss ehrlich sagen, extrem, extrem nice T-Shirts. Und die habe ich schon hier, obwohl es erst am 31. am Sonntag droppt, was sehr, sehr gut für euch ist. Und zwar geht es um Vicinity. Muss ich euch ehrlich sagen, dieser Drop hier, ihr könnt sehen, es droppt man auch Hoodies und ne, Jeans und so weiter. Aber es geht um die Shirts hier. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Ich persönlich finde die extrem, extrem nice und zwar alle. Und ich habe die auch hier, ich zeige euch die mal ganz kurz im Schnelldurchlauf. Die 3 Shirts habe ich einmal hier. Das wäre das Weiße, hier einmal das Graue und das Creamfarbe mit dem grünen Print. Ich trage überall eine Size M. Die fitten, muss ich euch ehrlich sagen, extrem, extrem nice. Und das Geile ist, mit dem Code JAN10
bekommt ihr nochmal 10% auf alles bei Vicinity. Also ihr wisst, 31.07. diesen Sonntag, checkt das sehr, sehr gerne ab. Ne, das ist der Drop. Ist jetzt, wie eben schon gesagt, keine Werbung. Ich kriege jetzt hier keinen Cent für oder so. Ich mache es einfach nur sehr, sehr gerne, weil ich die T-Shirts, muss ich ehrlich sagen, extrem krass finde. Deswegen Vicinity auf jeden Fall auf der Liste haben. Link dazu auch in der Beschreibung. Als nächstes haben wir eine Brand, die ich tatsächlich noch nie, wirklich noch nie, auf meinem kompletten YouTube-Kanal irgendwie ansatzweise mal erwähnt habe. Und zwar geht es heute um, wer hätte es gedacht, Lubuff, wie auch immer das ausgesprochen wird, der Brand von Rin. Und ich habe durch ganz groben Zufall irgendwie diese beiden Shirts hier gesehen. Und ich muss euch ehrlich sagen, das Shirt hier in Oliv mit diesem Smiley finde ich irgendwie extrem, extrem nice. Der Smiley ist nicht wirklich gerade, also rund, der ist so, ne, gekringelt irgendwie so. Und der ist halt verschwommen. Und ich finde es irgendwie, dieses Gelb auch auf dem Grün kommt ganz geil. Ich finde es cool, das T-Shirt ein bisschen verspielt. Aber es passt erstens zu Rin und ich finde es auch optisch irgendwie nice. Deswegen 50 Euro, Lubuff gibt es auch eben noch in Schwarz hier. Weiter geht's mit den beiden Bros von Trend Vision, Tu und Alex. Grüße gehen raus, beste Jungs und auch tatsächlich beste Klamotten. Und zwar droppen die nämlich jetzt nochmal so einen kleinen Mini-Drop, sage ich mal, im Sommer mit, ich glaube, Crop-Tops und eben auch T-Shirts unter anderem. Es droppt einmal das T-Shirt und hier nochmal ein Weiß, hier Crop-Tops und... Oh ja, ich hab's auch... Digga, ich hab's ja gerade an. Und das T-Shirt hier, ne? Könnt ihr sehen? Trend Vision, das droppt unter anderem auch. Droppt auch am 31. Und die drei T-Shirts habe ich auch schon von den Jungs geschickt bekommen. Kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Deswegen eine Sekunde. Also, wir haben einmal das Shirt hier, was ich gerade anhabe. Ich trage by the way eine Size M, bin 1,82. Dann gibt's einmal das Schwarze hier und dieses Weiße hier. Ich persönlich muss sagen, ich finde alle Shirts extrem nice. Vor allem das hier irgendwie, finde ich, kommt extrem geil. Die aber auch sehr cool. 31.07. Also auch, ja, diesen Sonntag. Checkt das sehr gerne ab. Trend Vision. Link in der Beschreibung. Grüße gehen raus an die beiden Jungs, Tu und Alex. Auch wirklich, muss ich sagen, ein sehr cooles Shooting. Falls ihr Bock auf einen Crop-Top habt, schlag zu. Das, was jetzt kommt, Real Talk gestört. Ich weiß nicht, was die Jungs sich dabei gedacht haben, aber die Bros von Divention haben, ich glaube, über 20 verschiedene T-Shirts gedroppt. In einem Drop, es kam so ein exklusiver T-Shirt-Drop mit wirklich über 20 Shirts. Und es ist Real Talk viel geiler Scheiß dabei. Zum Beispiel das hier, Real Talk. Finde ich übel, übel fresh. Und das Geile ist, mit dem Code JAN15 gibt es auch hier 15% auf alles im Shop. Wirklich alles. Ich denke mal, für jeden ist hier irgendein Shirt dabei. Auch ich persönlich finde nicht jedes Shirt geil. Aber bei über 20 T-Shirts wird für jeden Real Talk was dabei sein. Die kosten 54 Euro. Und wie gesagt, mit dem Code JAN15 15% auf alles. Das hier ist auch sehr cool. Ah doch, das ist Real Talk, voll geil. Doch, das ist geil. Sollen wir mal ein paar rüberschicken? Ich habe nämlich noch gar keine. Weiter geht's mit einer Brand, die tatsächlich auch noch nie auf diesem Kanal vertreten war. Und zwar nämlich einmal Anna The Gift, HTG, ne? Und die haben auch wirklich Real Talk extrem, extrem nice Shirts am Start. Ihr könnt es hier sehen. Zum Beispiel das hier finde ich Real Talk. Oh, da gibt's noch ein XL. Schade. Das finde ich sehr, sehr geil. Das hier finde ich auch sehr geil. Also die haben wirklich viele geile Shirts am Start. Auch hier die Real Talk. Ich finde alle cool. Ich würde jedes Shirt davon tragen. Die sind alle extrem, extrem geil. Und mit dem Code, ihr könnt es hier unten sehen, HOT20 bei Beasten gibt es 20% auf alle Shirts. Also wenn ihr was davon feiert, geht auf Beasten, 20% nochmal auf jedes Shirt drauf. Die kosten 50 Euro, oder nee, das hier zum Beispiel kostet 60 Euro, also unterschiedlich anscheinend. Ich muss sagen, ich finde die extrem, extrem cool. Habe ich auch noch nicht so viel von gehört. Ich habe auch noch nie davon ein Shirt gehabt, deswegen kann ich euch nichts zum Fit sagen. Aber Fit sieht hier auf dem Bild auf jeden Fall sehr entspannt aus. Das sieht auch crazy aus. Real Talk, ich finde die Shirts sehr, sehr geil. Weiter geht's mit einer Brand, von der ich auch schon Shirts hier am Start habe. Und zwar reden wir einmal von Returnity. Das ist jetzt aber ein älterer Drop. Es kommt aber bald, ich glaube, Mitte, Anfang August ein neuer. Und da sind auch wieder Shirts am Start. Sehr, sehr wild. Ich habe da schon ein paar Bilder bekommen. Seid gespannt. Aber es geht jetzt erstmal hier drum. Und zwar vor allem dieses Shirt hier. Ich wurde so oft gefragt, Jan, woher ist das Shirt? Da wurde es einfach, da steht einfach drauf. Hier steht Returnity. Ich wurde so oft gefragt. Die Shirts hier habe ich auch. Gallery of Dreams, auch sehr, sehr geil. Hier sind auch noch ein paar Shirts am Start. Generell sind auf der Seite ganz viele Shirts noch eben am Start. Und ich glaube, die hier, die zeige ich euch mal ganz kurz, ne? Eine Sekunde. Das hier wäre einmal das Gallery of Dreams Shirt, vor allem eben die Waschung. Das ist so ein sehr, sehr ausgewaschenes Hellgrün. Ich finde es extrem nice. Trage ich sehr, sehr gerne. Ich trage übrigens überall bei Returnity eine Size M. Und dann haben wir noch einmal die beiden Gallery of Dreams Shirts, ne? Das ist einmal der Print vorne, Gallery of Dreams. Und das ist einmal der Backprint, Gallery of Dreams. Könnt ihr auch gerne abchecken. Link in der Beschreibung und wir machen auch direkt weiter. Kosten by the way 60 Euro. Ja, Fit-Qualität.
Ich glaube, mittlerweile muss ich da eigentlich nichts mehr zu sagen. Als nächstes haben wir eine Brand, die ihren Drop auch jetzt erst demnächst droppt, was sehr gut für euch ist. Aber ich habe leider noch nichts davon, kann ich auch noch nichts davon zeigen. Es geht um Root. Die releasen nämlich jetzt auch in ihren neuen Drop, der auch übrigens am 31. droppt, also diesen Sonntag. Wirklich ganz viel hier released am Sonntag, also ich hoffe, ihr werdet am Sonntag nicht arm. Hier könnt ihr nämlich sehen, sind schon ein paar Shirts gepostet und ich muss sagen, ich finde es wirklich sehr, sehr fresh. Root Atelier, wir haben hier so ein Auto, Racing heißt auch, glaube ich, die Kollektion, das ist, glaube ich, so eine Racing-Kollektion. Hier wäre das einmal zum Beispiel das Shirt. Wir haben hier auch noch ein Shirt mit einem anderen Backprint, wo auch nochmal so ein Racing-Design. Oh, übrigens sehr, sehr schöner 911. Wow, muss man sagen. Und wir haben hier nochmal einen kleinen Trailer. Ich denke mal, es wird viel mehr droppen, als man jetzt hier auf Instagram sieht. Aber das wären schon mal die Shirts, die ich jetzt geil finde und sehe. Deswegen, ich wollte schon darauf hinweisen, diesen Sonntag auch Root. Werden auch viele Shirts am Start sein, check es sehr gerne ab. Dann kommen wir jetzt, denke ich mal, zur umstrittensten Peso-Kollektion seit langer Zeit. Und zwar nämlich einmal der Peso Republic-Kollektion. Die droppt jetzt auch inklusive T-Shirts. Und bevor ich irgendwas sage, ich muss sagen, die beiden geiler Wortschatz. Die beiden Shirts hier finde ich auf jeden Fall fresh. Wir haben einmal so ein grünes hier mit so einem lilanen Print vorne drauf. Ne? Könnt ihr hier sehen. Finde ich eigentlich ganz cool. Ist jetzt nicht mega krass, aber ich finde es auf jeden Fall ganz cool. Und das Gelbe hier finde ich auch ganz nice. Aber ansonsten zur Kollektion. Ich habe ja auf das Lookbook eine Reaction hochgeladen und da waren die Kommentare voll mit Hate. Alle haben nur also ich habe nicht eine positive Nachricht gelesen über diesen Drop. Anscheinend sehr umstritten. Ich weiß es nicht. Ich warte erstmal ab auf die Kollektionsvorstellung von Justin, bevor ich mir eine Meinung bilde. Aber ja, trotzdem wollte ich es mit reinnehmen, Freunde. Peso, denkt dran, diesen Freitag, 18 Uhr, auch mit T-Shirts, checkt das sehr, sehr gerne ab. Und schreibt mir auch sehr, sehr gerne mal eure Meinung zu dem Peso-Drop in die Kommentare. Würde mich Real Talk mal interessieren. Wir kommen jetzt dann zum letzten T-Shirt, beziehungsweise zur letzten Brand für dieses Video. Endspurt. Ich denke mal, ihr wisst, die letzten T-Shirts werden, aber vor allem eben das letzte, sind immer meistens sehr, sehr teuer. Und deswegen gibt es da auch nur wenige Brands, die in Frage kommen. Und es ist in diesem Fall heute Cole Buxton, ja, wir haben hier ein T-Shirt für 85 Pfund, das sind wahrscheinlich, weiß ich nicht, 100 Euro, 110 Euro, 105 Euro, irgendwie so, was sehr, sehr viel Geld ist, aber ich muss sagen, ich finde die Shirts hier mit diesem Box-Design, Real Talk, sehr, sehr geil. Das Blaue nicht so, das Schwarze auch nicht so, aber vor allem das Graue, und Grau ist eigentlich schlecht für den Sommer, weil da sieht man sehr krass die Schweißflecken, es sieht irgendwie cool aus, auf Grau finde ich, kommt es extrem, extrem nice, Weiß ist auch ganz cool, aber ich muss ehrlich sagen, Grau, Favorite und die beiden Shirts generell extrem cool. Kann man safe abchecken. Qualität wird absolut on point sein. Cole Buxton, wirklich crazy Qualität. Fit weiß ich nicht, ich hatte noch nie ein Cole Buxton Shirt. Aber ich wollte trotzdem mit reinnehmen, weil ich die beiden hier wirklich extrem cool finde. Die sind auch cool, aber ich finde, der Print kommt jetzt auf der Farbe nicht so geil. Auf Grau, finde ich, kommt der Print am geilsten. Und das wäre es dann mit dem letzten T-Shirt für dieses Video. Und das wäre dann auch generell das Video gewesen. Wir haben jetzt ganz, ganz viele Shirts am Start gehabt. Ich glaube, wir hatten 12, 13 Brands, irgendwie so. Aber im Gesamten, ich will es Real Talk nicht wissen, wie viele Shirts wir hier hatten. Auf jeden Fall genug, um danach nicht mehr sagen zu können, öh Jan, ich finde kein T-Shirt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Inspo bieten. Wenn es so war, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst einen Kommentar da, macht gerne beim Giveaway mit. Wie gesagt, dem Kanal hier folgen, YouTube abonnieren und bei Instagram reinfolgen. Ist jetzt hier nochmal eingeblendet. Sehr, sehr gerne abchecken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr vielleicht auch im nächsten Video sehen wollt. Und vertraut mir, in den nächsten 2 Wochen kommen extrem, extrem krasse Vlogs. Freut euch. Real Talk, ich bin wieder ein bisschen unterwegs. Es wird crazy. Und wenn ich sage crazy, es wird Real Talk. Es wird geisteskrank. Freut euch drauf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao.